heute nach 5 Jahren das erste Mal wieder eine rote Piste fahren. Für die Leute, die sich nicht auskennen, es gibt blaue, rote und schwarze Pisten. Blau ist easy, rot ist mittel, schwarz ist schwer. Und weil ich die letzten Jahre immer Snowboard gefahren bin, habe ich keine Ahnung, wie das ausgeht. Auf jeden Fall sind wir jetzt erst mit dem Lift nach oben gefahren. Dann haben wir uns ready gemacht und wollten mit der roten Piste bis ins Tal fahren. Also auf Deutsch, den Berg wieder runterfahren. Ich war zwar überrascht, aber es hat relativ gut geklappt. Aber natürlich habe ich mich doch noch auf die Schnauze gelegt. Aber ich denke mal, das ist Part des Lernens. Als ich mir die Videos angeguckt habe, dachte ich, dass mein Freund sie in Slow Motion aufgenommen hatte. Aber nein, ich bin wirklich so langsam. An einigen Stellen konnte man doch ganz schön viel Fahrt aufnehmen. Und unten angekommen, muss ich feststellen, dass mein Freund leider nicht gefilmt hatte, wie ich unten angekommen bin. Deswegen mussten wir nochmal rauf. Beim zweiten Mal hat es auch geklappt und dann haben wir sogar das Ende gefilmt. Danach haben wir noch eine Pizza gegessen und das war's. Lasst ein Like da.